Lass die Motoren an für eine Produktion von Activision. Schnallt euch an für eine weitere Schöpfung von Beenox. Damit willkommen zurück zu einem weiteren Projekt meinerseits. Dieses Mal spielen wir, wie im Titel zu entnehmen, Crash Team Racing Nitro Feud. Ja, paar Tage später seit dem Release habe ich nun endlich dieses Spiel ergattert. Ich hatte leider nicht das Geld, um mir dieses Spiel zu Release zu kaufen, deswegen habe ich das jetzt paar Tage später und ich freue mich so dermaßen auf dieses Spiel. Wie ihr ja alle wisst, ich bin ein riesen Fan von Crash und gerade die Rennspiele von Crash, die finde ich persönlich sehr, sehr fordernd, aber auch gleichzeitig richtig geil, weil sie einfach meiner Meinung nach sogar schon an Mario rankommen. Nicht unbedingt, weil es besser ist, aber es hat irgendwie etwas, so was ganz Eigenes, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde an diesem Spiel auch cool, zum Beispiel, dass das Spiel quasi eine Mischung ist aus Crash Tag Team Racing und Crash Nitro Kart. Ja, und Crash schläft schon, weil mein Gequatsche findet er ganz schön ermüdend und langweilig. Aber es ist wirklich so, dass Crash Team Racing und Nitro Feud quasi eine Mischung aus zwei Spielen ist, die ich auch als Kind sehr viel gespielt habe. Ich habe Crash Tag Team Racing zum Beispiel hier als GameCube und damals Crash Nitro Kart viel bei einem Freund immer gespielt. Und ich liebe diese Spiele einfach. Ich fand's auch außerdem hier sehr, sehr cool, das wusste ich zum Beispiel vorher gar nicht. In der Vorschau wurde ja gezeigt, dass quasi diese Kiste da ist mit Beenox. Und das ist ja eigentlich so ein Symbolbild für Naughty Dog gewesen, was die ja zum Beispiel im dritten Teil vor allem gezeigt haben. Da war ja das Naughty Dog-Symbol und verschiedene Crash-Typen sind quasi dann da rausgekommen. Also der hat ja verschiedene Tiere. Bei Donkey Kong würde man sagen tierische Helfer, aber hier sowas ähnliches gibt's halt auch. Und ja, wie gesagt, ich freue mich so dermaßen auf das Spiel. Es soll auch sehr fordernd sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das Projekt wirklich lange dauert. Ich denke nämlich eher, das wird ein Kurzprojekt, weil abgesehen jetzt von dem Spielemodus, also dem Abenteuermodus wohlgemerkt, werde ich danach hier wahrscheinlich eh nicht mehr viel machen. Gut, aber ohne jetzt groß weiter drum herum zu reden, ich will zocken. Deswegen starten wir das Ganze. So, normalerweise kommt jetzt hier nämlich ein Benutzerhinweis, also ihr kennt das ja bei Spielen mit Lizenzen, Copyright und so, dass man das halt alles durchlesen muss und dann klickt man weiter. Wie man sieht, habe ich das schon längst alles erledigt, also es ist halt jetzt nicht mehr vorhanden. Das wäre jetzt vorhin eigentlich gekommen, aber ich habe das schon erledigt. Gut, aber was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben den Abenteuermodus, den werden wir definitiv machen. Wie lange der jetzt geht, kann ich weiß Gott nicht sagen, weil ich habe erfahren, dass das Spiel sehr schwierig ist. Ich habe keinerlei Ahnung, wie gut ich mich darin schlagen werde, aber wir werden sehen. Dann gibt es den lokalen Arcade-Modus. Was es damit auf sich hat, weiß ich auch noch nicht, aber werde ich bei Gelegenheit auf jeden Fall herausfinden. Dann den Online-Modus. Wie ihr auch wisst, kann ich leider, wenn ich aufnehme, weil ich keine Online-Verbindung habe, wenn ich das aufnehme, leider nicht den Online-Modus so machen, sondern ich mache den immer quasi für mich selber mit den Freunden etc. pp. Also werde ich das auch darüber erstmal nur machen. Und dann haben wir die Highscores, aber das erklärt sich ja von selbst. Gut, wir beginnen auf jeden Fall direkt das Abenteuer und ich bin gespannt. Erstmal Spielstand erfüllen. Da. Was haben wir hier? Spiele mit einem. Erstmal Modus Nitro Feud. Spiele mit einem Objekt, das du freigeschaltet hast. Du kannst deinen Charakter und dein Kart beliebig wechseln und anpassen. Klassisch. Erlebe das Originalspiel wie damals, mit einem Charakter von Anfang bis Ende. Ohne Anpassung oder Schwierigkeitsstufen, aber mit allen Belohnungen. Okay, das ist interessant. Anfang bis Ende. Was gibt's denn hier?
Ja, klassisch ist das so da. Ja, bleiben wir erstmal bei Nitro Fuel, so wie das Spiel das auch vorgibt. Vielleicht versuche ich dann bei Gelegenheit mal hier den klassischen Modus zu machen. Gut, dann starten wir. Achso, ich muss darüber Start drücken. Ich wollte gerade X drücken, dabei unten. Ich stepp. So. Wir können uns jetzt die Charaktere aussuchen. So, die Charaktere hier unten, wie Ripperoo, wie Papu Papu, wie Komodo Joe, wie Pinstripe, Fake Crash, Nitrous Oxidid und Entropy. Das sind alles Charaktere, die werden wir im Laufe des Abenteuers freischalten können. Dafür müssen wir die Gegner quasi als Endboss dann in ihren jeweiligen Welten besiegen. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. So, wir hätten jetzt hier Dingodile, Polarbär, Pura, der Tiger. Aber die meisten der Charaktere, die haben wir teilweise noch gar nicht kennengelernt. Weil die meisten kommen auch erst im dritten Teil vor. Also nicht die meisten, aber die, die wir halt schon spielen können. Tiny Tiger hätten wir, Coco, Dr. Engine. Das ist für mich eh der krankhafteste irgendwie von allen. Dagegen ist Cortex nix. Gut, aber wir spielen natürlich mit Crash, unser heißgeliebter Beuteldachs. Was war das jetzt? Okay. Sportieren mit Pauseline, kurze Leiter, schaffe können. Okay. Ich hoffe, man kriegt die Steuerung jetzt hier auch noch erklärt, weil es ist echt ewig lange her. Wenn es noch in etwa so wäre wie damals, dann hätte ich zwar einen kleinen Vorteil. Ich glaube auch, dass ich das ganz gut hinkriegen könnte. Rennen heute, Siegestrophäe für jedes Rennen. Fahrt also gern Rennen, ja? Nun, ich, Nitrous Oxide, bin der schnellste Rennfahrer der Galaxis. Ich suche zwischen den Sternen nach neuen Herausforderern. Ich nenne dieses Spiel das Überleben des Schnelleren. So sind die Regeln. Der beste Fahrer eurer Welt tritt gegen mich um den Planeten an. Wenn euer Fahrer gewinnt, lasse ich euren Felsen in Ruhe. Doch wenn ich gewinne, mache ich eure Welt zu einem betonierten Parkplatz und ihr werdet meine Schergen. Gebt Gas für das Schicksal eures Planeten. Und los! Wie wir das machen werden. Jetzt werden wir mal kurz die Charaktere vorgestellt. Ach, der Pinguin. Man kennt ihn doch irgendwoher. Dingodile mit dem Flammenwerfer. Und natürlich wieder Crash, nur am Pen. So. Willkommen im Abenteuergebiet. In diesem Gebiet kannst du üben und deine Fahrkünste verbessern. Punkte und Sterne auf der Karte sind Warpads, die zu Rennen führen. Wenn sie blinken, heißt das, du kannst sie jetzt spielen. Öffne eine Rennstrecke, indem du auf ein Warpad mit aktivem Warpstrudel fährst, um dann zur Startlinie zu gelangen. Mach den ersten Platz für eine Trophäe. Sammle Trophäen, um weitere Strecken öffnen zu können. Viel Glück und schnelle Fahrt. Wohlgemerkt, ich habe gesagt Kurzprojekt, aber ich habe ganz vergessen, dass man ja auch noch weitere Relikte sammeln kann. Okay, also R2 ist es schon mal nicht, das ist einfach nur Rückblende. Springen tun wir mit R1. Okay, das ist einfach nur die Ansicht. Ah, wir fahren mit rechts, okay. Mit X.
Also rückwärts mit Dreieck. Alles klar. Dann gehen wir erstmal zur Crashbucht. Okay, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich habe auch schon viel mitbekommen, dass auch die Lenkung hier etwas schwierig werden kann. Muss man wirklich noch reinkommen. Aber es wurde jetzt gerade auch nicht gezeigt, wie wir jetzt dahin fahren. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht, dass man erstmal ausprobieren kann und gucken kann, wie denn was funktioniert. Das andere Spiel von Crash war ja auch schon absolut schwer, also das war ja furchtbar fast. Manchmal. So, mal gucken. Da es der Anfang ist, sollten wir das noch ganz gut hinbekommen. Hoffe ich mal. Okay, es ist sehr, sehr ungewohnt. Muss ich mal schauen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wo man hier sonst was aktivieren kann mit Items und so. Okay, mit Kreis. Vielleicht kann man bei Gelegenheit noch was umstellen. Nein, 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 nein. Aua. Okay, wenn wir aber hier so erwischt werden, dann ist der Zeitraum, bis wir uns wiederholt haben, ganz schön lang. Das zieht sich ja wirklich dann ganz schön in die Länge. Ey. Das war jetzt gerade aber wirklich nicht nett. Okay. Ey, komm, nein, 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 was mache ich denn da? Bin ich doof? Ey, ich renne. Ja, ich renne, genau. Ich fahre da noch voll rein. Ganz ehrlich, sowas hat auch keinen ersten Platz verdient. WTH. Okay, diese Blase, die hilft mir nur bedingt etwas. Weil gerade werde ich auch nicht attackiert. Ja, wir könnten trotzdem noch Erster werden. Das ist jetzt natürlich auch davon abhängig, wie gut wir jetzt hier durchkommen. Nein, nein, du triffst uns nicht. Da vorne ist der Bär. Na komm, gib uns noch ein Item. Das ist absolut peinlich, wenn wir gegen den jetzt nicht durchkommen. Nein. Oh, come on, wir sind Zweiter geworden im ersten Level, ey. Das ist doch unglaublich. Peinlich. Oh Gott. Das geht direkt wieder gut los, ey. Ah, ja, ey. Muss ich zugeben, war aber auch meine eigene Schuld. So, was das Driften und so angeht. Ich weiß, dass man das hier auch machen kann. Da werde ich noch im Laufe der Zeit drauf kommen. Das erste Rennen, ey, direkt schon vermasselt, ey. So, jetzt werde ich aber das easy packen. Ja, zum Beispiel so eine Rakete, warum haben wir die nicht vorher bekommen? Ich muss auch noch gucken, was man denn nach vorne und nach hinten werfen kann. Also wie ich gemerkt habe, hier diese Bombe, die kann man auch nach vorne werfen. Aber die konnte man jetzt auch zum Beispiel nicht festhalten. Immerhin haben wir jetzt schon 3 Stück davon gekriegt. Ich behalte lieber eine. Ist das dein Ernst? Unfassbar. Also dieser Polarbär, der geht mir jetzt schon auf den Senkel. Ey, come on! Ja gut, ich hab's auf Mittel eingestellt, das stimmt schon, aber das darf doch trotzdem nicht sein. So, jetzt schnell, schnell, schnell. Das war wieder extrem schlecht von mir. Nein. Fahr, fahr, fahr.
So, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Wir haben eine Trophäe erhalten, keinen drinnen. Aber ich muss ehrlich zugeben, das ist mir gerade echt schnurzpiep egal. Ich will einfach nur... Nein! Bleib weg! Ey, Mist! Schon wieder, ey! Ich kann es nicht fassen! Es ist das erste Level. Gott, wenn das jetzt schon so anfängt, ey, dann... Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich glaube, ich überschätze mich immer maßlos. Ich weiß echt nicht, ob das wirklich so gut ist, wenn ich immer sowas anfange. Aber das ist nur Metal, das ist nicht mal schwer. Und Drammen scheinen wir die auch nicht zu können. Oha, das war knapp. Okay, jetzt haben wir das mal perfekt eingesetzt, aber der Bär ist wirklich immer... Boah, okay, das war sehr knapp. Ich werde jetzt schon wieder fast reingefahren. Was es mit den Wumperfrüchten hier auf sich hat, kann ich aber noch nicht sagen. Da habe ich leider gerade keine Kenntnis drüber. Vielleicht dienen die hier als Währung. Ich weiß es aber nicht. Okay, aber bisher sieht es noch besser aus. Nein, ich will nicht nochmal da rein. Okay. Okay, 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 komm, 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 komm. Okay, 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 okay. Das sieht gerade echt gut aus. Boah, na endlich. Ein guter Start, sagt das Spiel. Für mich ist es aber noch kein guter Start. Da muss nämlich noch ein bisschen was passieren. So, immerhin unseren ersten Pokal. Gott sei Dank. Ja, und dann würde ich den Part auch an dieser Stelle beenden. Ich warte jetzt nur noch, bis hier irgendwas passiert. Ja, moin. Aber so eine Animation. Du bekommst deine Trophäe. Oh, wie nett, danke. Ein Powerslide macht dich in den Kurven schneller. Drücke Powersliden und lenke scharf in die Kurve. Wir kriegen also immer hinterher ein paar Tipps, was wir machen können. Ja, und Sticker kriegen wir auch. Glückwunsch! Du hast dir dein erstes Anpassungsobjekt verdient. Du kannst deinen Charakter und dein Kart im Pausemenü anpassen. Ja. Ah, sehr schön. Gut. Damit hätten wir also wirklich jetzt unseren ersten Pokal. Was mich natürlich sehr freut. Aber wie ich gerade schon sagte, ich würde den Part dann an dieser Stelle beenden. Ich habe jetzt das erste Rennen geschafft, nach dreimaligen Versuchen, aber immerhin habe ich es dann geschafft. Wie gefällt euch dieses Projekt? Ich hoffe, euch gefällt es auch und ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ihr dann seht, wie ich dann
die nächsten Pokale hole, vielleicht auch faile, ich weiß es nicht, aber es kommen noch einige Dinge auf uns zu, da könnt ihr euch sicher sein. Haut rein, Leute, bis dann und tschüss.